Erschreck mich doch einfach, du Spasti. Naja, solange sie sich selber umbringen, sind mir die Zombies eigentlich relativ egal. So, ich wollte mal kurz das ausprobieren. Und zwar einfach sich... Hallo. Sich von oben an den Spawner dran zu arbeiten. Genau so hatte ich mir das gedacht. So. Ich hoffe, ich erfülle jetzt alle Zwecke. Wow, mäßigen Kriterien. Ein Eisen hat er uns gegeben. Find ich gut. Hallo. Oh! Kleine Schockmomente in unserem Let's Play. Hat er eine Perle gedroppt? Nö. Scheiß drauf. So. Die beiden Goldstücke hier nehmen wir auch noch mit. Du bist aber ein Goldstück, du. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. 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 Okay, schnell wieder nach oben. Und jetzt... Ich habe keinen Bock, dass hier jetzt so ein Vieh vorbeikommt. Deswegen... Vor allem bei der Musik macht das direkt doppelt so viel Spaß. Kakaobohnen haben wir auf jeden Fall zu Hause. Brot können wir mitnehmen. Den... Kopfkratzen. Die hellraue Wolle können wir eigentlich hier lassen. Den Eisenbarren können wir mitnehmen. Die Sattel würde ich gerne mitnehmen. Den und den anderen auch. Den Eimer können wir eigentlich auch mitnehmen. Ich lasse ihn mal gerade hier drin. Was hatten wir da nochmal? Die drei Redstone nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Brot auch. Und den anderen Sattel können wir die stacken. Nein, die kann man immer noch nicht stacken. Mann, ey. Dass man die scheiß Sattel noch nicht stacken kann, das ist auch ein bisschen hirnlos irgendwie. So. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt wieder zurückkommen wollen. Dreck. Mit Dreck vielleicht. Ich glaube, ich grabe mich jetzt einfach mal senkrecht nach oben. Das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Und zwar mache ich das, indem ich mich einfach auf den Spawner draufstelle. Und dann senkrecht nach oben gehe. So. Ist aber eigentlich alles sicher hier, ne? Ich mache mir gerade eine Werkbank. Wir machen uns hier mal so eine kleine Zentrale. Hallo, Zentrale. Hallo. So, dann mache ich mal kurz. Quads. Mache ich mal Quads. Mesa. Ich suche mein Auge. Geht ein Zyklop zum Augearzt. So. Mache ich mir nämlich mal ein paar Leitern. So. Kommen die dahin. Und hiermit kann man sich noch zwei Fackeln machen. So. Ich glaube, die reichen aber nicht. So, 64. Sehr gut. Zack. 42. Zack, haben wir noch einen übrig. Machen wir jetzt auch noch eine Fackel draus. Zack. So, 45 sollten reichen. Dann mache ich den sozialen Abstieg nämlich nicht in der Mitte, sondern so. Und
gehe dann weiter nach oben. So, da lässt man dann immer schön zwei frei. Ganz einfach aus dem Grund, weil man dann sich da draufstellen kann, oben auf die Kante. Und dann kann man ganz schnell weiter nach oben graben, so. Und dann wieder sich ein bisschen runterfallen lassen und weiter, zack, zack, zack. Und dann wieder nach oben graben. Und solange uns kein Creeper auf den Kopf fällt, ist das eigentlich eine ziemlich gute Methode. Eine Methode. Hier waren wir noch nicht, ne? Nee, du, hier waren wir noch nicht. Das ist aber gar nicht schlimm, du. Gehen wir mal weiter nach... Oh. Hier operieren wir jetzt am offenen Herzen. Das... Hallo. Das will ich nicht. Ich setze hier jetzt einfach den hin und... Hier setze ich jetzt einfach den hin. Ups. Doch. So. Dann klettern wir mal weiter. Wir sind ja gleich schon eigentlich fast auf... Fuck. Fuck. Glück gehabt. Okay, jetzt stehen wir nur noch so zur Hälfte im Kies. So, jetzt gar nicht mehr. Jetzt hätten wir aber fast den Kopf in den Kies gesteckt, du. Immerhin erspart uns das jetzt ein bisschen Arbeit. So. Und genau jetzt, wo wir wieder nach oben wollen, wird es natürlich Nacht. Ist ja klar, was auch sonst. Tag wäre ja langweilig, dann können wir ja einfach nach Hause gehen. Nacht ist ja dann viel spannender. Aber zumindest sind wir laut unserer Minimap nicht direkt über Meer. Das würde uns nur noch mehr Sorgen bereiten. So, setze ich auch mal eine Fackel rein. So. So. Und da müssten wir jetzt gleich eigentlich auch schon an Erde stoßen. Außer wir graben uns... Yep. Ich wollte gerade sagen, außer wir graben uns jetzt durch die tiefsten Gefilde. So, hier ist der Ausgang. Da mache ich mal gerade wieder einen Deckel drauf. So, damit wir den auch schön abbauen können. Und jetzt kann man hier ganz bequem in einem Rutsch runtergehen. Lalalala. Und ich hoffe, man kann sich auch sicher sein, dass dann hier unten keiner lauert. Hier gehen die, glaube ich, sowieso nicht durch. Ne? Ich mache mal sicherheitshalber hier noch den hier. Auch aus optischen Gründen finde ich einfach geil. Kann ich da hier hinsetzen, so. Dann kann ich hier noch ein bisschen, den einen Holz kann ich noch einsammeln und da rein tun. Brauchen wir die Kisten nämlich wenigstens nicht zu zerstören. Wobei, den kann ich jetzt gebrauchen, wenn ich mir ein Bett mache. Zack, zack, zack. Dann haben wir nämlich wieder zwei. Ich bin so ein Spasti, ne? Eins, zwei, drei. Ich habe es natürlich hier wieder geschafft. Jetzt hätte ich fast nochmal drauf geklickt. So, ein Bett. Die brauchen wir nämlich nicht. Das Bett stellen wir hier hin. Zack. Dann tun wir die auch noch hier rein. Und hiermit können wir... Zack, zack. Vier Stück machen. Dann können wir noch... Zack, zack. Acht Stück machen. 16, wie auch immer, 20. So. Passt nicht. Schade. So, sechs Stück brauchen wir aber auch höchstens, allerhöchstens. So, dann können wir ja jetzt im Prinzip einmal kurz schlafen gehen.
den einzelnen hier tue ich mal wieder da rein. So, dafür nehme ich noch ein Stecken davon mit und den kann ich auch hier lassen. So. Prinzipiell gesehen, pennen gehen, aufstehen, nach oben gehen, 22 langen Soundtrack hören, wo nichts passiert. Und ab dafür. Wobei das natürlich jetzt cool gewesen wäre, dann hätten wir die Nacht-Playlist noch ein bisschen auskosten können. Die wunderbare. Ja, ey, du Nachtplist, du wunderbare. Du Nachtplist, vor allem. Danke für das eine Stückchen Kohle. So, und da landen wir mitten neben einem Stück Kies, was auch immer das hier oben zu suchen hat. Wahrscheinlich von einem Enderman geklaut. So, diesen heidnischen Ort hier, den markieren wir jetzt einfach mal. Hier auch. So. Wir könnten theoretisch jetzt hier noch den wieder wegmachen und machen wir hier mal so ein Denkmal hin. Jetzt Denkmal. Wir würden ein Denkmal errichten. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. So, das sollte noch nicht reichen. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal so, 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 so und so. So, und machen jetzt überall hier zack und zack. Und zack und zack. Und zack und zack. Und zack, zack. Und wie ich jetzt wieder runterkomme, das erfahren wir in einer anderen Geschichte. Scheiße. Ja, das war jetzt natürlich sehr überlegt. Wie komme ich jetzt wieder runter? Überlebe ich das? Nee, ne? Das überlebe ich eher weniger. Baue ich mich mal so wieder runter einfach. Und baue unter mir das Ding einfach wieder hin. Über mir das Ding einfach wieder hin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, so kann man auch seine Eisenspitzhacke verschwenden. Das geht ganz gut. Zack. So. Jetzt haben wir einen durchgehenden Turm. Alles super, alles paletti, alles prima. So. Da tue ich jetzt mal gerade aber noch ein Stück Erde drauf. Als Abdeckung, als provisorische. Und mache hier auch noch eine Fackel dran, so, damit man weiß, dass das der Eingang ist. Wobei auch reichen würde. Ups. Es reicht ja eigentlich, wenn man so macht. Da sieht man den Eingang immer noch und es kommt kein Arsch rein. So. Dann gehen wir doch mal laut Kompass. Ich mache mal gerade wieder hier Tag-Playlist. Gehen wir mal wieder Richtung zurück. Obwohl ich irgendwie das instinktive Gefühl habe, dass wir in die falsche Richtung gehen. Weil da vorne ist der Dschungel. Aber gut. So. Ah, ich glaube, ah, guck mal hier. Hier haben wir doch gerade eben Bäume gefällt. Das sieht doch ganz nach unserem Tun aus. Nach unserem Tunfisch. Zack. So. Ich muss mal gerade kurz hier rübergreifen, mir einen Lebkuchen snacken, weil mich plagt der Hunger. Eine Sekunde.
Oh, der ist schon angebissen, okay. Habe ich wohl wieder in die Kiste reingelegt. Gut. Endlich wieder daheim. Endlich wieder daheimlich. Da, heimlich.